Hallöchen, ihr Lieben. Ja, es gibt noch Videos. In letzter Zeit haben mich so viele gefragt, wann ein neues Video kommt, ob ein neues Video kommt, ob ich überhaupt noch Videos mache. Ja, ich mache noch Videos. Ich habe es nur leider in den letzten Wochen nicht so geschafft, großartig viele Videos zu machen. Ich habe noch eine Menge, die ich noch schneiden muss oder schneiden kann. Aber ich hatte einfach viel für die Uni zu tun, habe viel gearbeitet und hatte irgendwie total viel um die Ohren. Und da ist das Video Schneiden leider ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ab nächste Woche geht es wieder los. Es wird nächste Woche jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video online kommen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja? Fertig! Du? Ja, ich bin fertig! Okay, musste gerade meine Mama Bescheid sagen, dass ich fertig bin. Nächste Woche, jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video. Dann wurde ich in letzter Zeit auch ganz oft gefragt, ob ich auf der Equitana sein werde oder auf irgendwelche anderen Veranstaltungen. Also bis jetzt habe ich geplant, aufs Wiesbadener Pfingstturnier zu fahren, so wie jedes Jahr. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich denke Samstag und Montag. Sonntag weiß ich noch nicht so genau, weil ich da eigentlich selbst mal das erste Turnier gemeldet habe dieses Jahr. Je nachdem, wie das Wetter ist und wie der Espresso drauf ist, werde ich dann da hinfahren oder auch nicht. Also in Wiesbaden werde ich sein und auf der Equitana am Samstag und am Sonntag. Ich glaube, das ist der 20. und 21. Also auf jeden Fall Samstag und Sonntag bin ich auf der Equitana den ganzen Tag. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch dort zu treffen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch in Wiesbaden oder auf der Equitana seid. Ansonsten habe ich so großartig veranstaltungsmäßig noch nichts geplant, bin aber gern für irgendwelche Vorschläge offen. Das Turnier für uns habe ich jetzt noch nicht so viel geplant. Ich denke, bei uns wird es im Juni dann erst so richtig losgehen. Also ich fahre ja auch nicht jedes Wochenende aufs Turnier. Und ich fahre auch nur noch dahin aufs Turnier, wo es mir gefällt und wenn schönes Wetter ist. Und wenn es nicht zu heiß ist. Es soll ja auch Spaß machen. Und bei strömendem Regen macht es keinen Spaß. Ich hatte jetzt schon zwei Turniere gemeldet, bin da aber nicht hingefahren, weil es einfach nur geregnet hat. Und weil ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht unbedingt. Ich werde aber am Sonntag, den 1. Mai in Ronneburg auf dem Turnier sein. Da reite ich zwar nicht selbst, weil es nur ein Dressurturnier ist. Und ich jetzt erstmal wieder keine Lust habe auf Dressur. Vielleicht irgendwann im Sommer wieder. Und ja, da bin ich dann nur zum Helfen, also als TT. Ach so, was ich euch auch noch fragen wollte, hättet ihr mal Lust auf einen Livestream hier bei YouTube oder bei Facebook, könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich habe jetzt schon ein paar Mal überlegt, einen zu machen. Und wenn ihr da Lust drauf hättet, könnt ihr es mir ja auch mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich vielleicht mal einen machen. Vielleicht mit meiner Mama zusammen oder so. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. War jetzt nur ganz kurz und sollte auch einfach nur mal ein ganz kurzes Infovideo sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Spätestens am Montag. Tschüss. Das war's mit dem Video. Das Video ist jetzt schon wieder vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Video.